Bei der Paradressur, also beim Dressurreiten, kommt es glaube ich, wirklich darauf an, dass man zwar Einzelsportler ist, aber mit dem Ross zusammen immer ein Team ist. Eine Herausforderung kann auch Motivation sein. Und ganz sicher wird Tokio eine Herausforderung sein für uns. Weil wir haben eh im Pferdesport immer doppelte Aufwand. Also ich muss schauen, dass ich fit bleibe, dass ich gesund bleibe. Ich habe einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan und so weiter und so fort. Und das Gleiche läuft auch für Ross. Ross sind unheimlich neugierig, motiviert, leistungsbereit und das motiviert jeden Tag von neuem, 365 Tage im Jahr. Also ich glaube, das Ziel ist, höchstmögliche Harmonie zu erreichen zwischen Ross und Rito und das genau zum richtigen Zeitpunkt in einer Prüfung abprüfen können.